Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 8. Dezember. Total toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht heute um das Thema Auto. Ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Also wirklich nicht. Fragt mich nichts. Aber ich habe natürlich Meinungen darüber. Natürlich. Wie sich das versteht. Und eine dieser Meinungen oder eine dieser Theorien, die ich entwickelt habe, ist, dass die Technik, der Computer, für absehbare Zeit nicht im Auto landen wird, sondern weiterhin in diesen Geräten hier. In unseren Telefonen. Und es ist ja praktisch auch, wie CarPlay funktioniert. Alles läuft über dieses Gerät, eventuell auch noch ein größeres Display, aber prinzipiell Navigation, Entertainment läuft alles über das Smartphone. Und deswegen muss man dieses Smartphone montieren in seinem Auto. Und ich bin kein leidenschaftlicher Autofahrer. Ich bin also weit ab von leidenschaftlichen Autofahren, also kein Hardcore-Autofahrer. Und deswegen habe ich auch kein Infotainment-System. Ich muss also mein iPhone irgendwo ganz praktikabel und zu einem günstigeren Preis anbringen, um es zu bedienen während der Fahrt. Also natürlich vor der Fahrt und dann während der Fahrt auf das Telefon-Display zu schauen. Und dafür habe ich mitgebracht von Satechi dieses magnetische, kabellose Autoladegerät. Das ist eine Halterung, die hält magnetisch euer Telefon und die hat einen USB-C-Port hinten dran und da kann man es mit dem Kabel verbinden und dann aufladen. USB-C, sehr, sehr modern. Sehr, sehr gut. Was ich ernsthaft innovativ finde, ist eine Sache, die man wahrscheinlich nicht direkt als innovativ bezeichnen würde. Die LED, die das Aufladen anzeigt, die pulsiert so leicht, die ist weiß. Total nett. Lenkt nicht ab. Weiße LEDs, so gedimmter Natur, total nett, weil sie so unauffällig sind. Sollten sich einige Hersteller abgucken. Hier hinten gibt es so eine Klemme, die klemmt sich einfach in den Lüftungsschlitz von eurem Auto. Und dann gibt es so einen kleinen Fuß, der lässt sich verstellen und verankert sich dann in der jeweiligen Konstruktion eures Autos. Jedes Auto ist ja unterschiedlich. Man kann sich da ja nicht auf irgendwelche Standards einigen. Hält magnetisch auf der Rückseite im Hochkantformat, aber natürlich auch Breitbild, wenn man das denn möchte. Und zeigt euch dann Navigationshinweise an. Entertainment lässt euch so durch die Musik springen. Ist relativ low profile, dieses ganze Gerät. Hat so eine kleine Drehschraube und so eine Kugelkopf, da lässt es sich verstellen. Ich finde, es sieht von vorne ganz nett aus, ganz minimalistisch. Nicht so aufgebrezelt und irgendwie unpassend fürs Autodesign. Auch wenn ich fürs Auto nicht so viel übrig habe, alles muss ja schon so ein bisschen hübsch aussehen. Lädt das iPhone nicht komplett schnell auf, nicht irgendwie mit 15 Watt, sind glaube ich 7,5, die da durchgehen. Aber das ist im Auto wahrscheinlich auch relativ egal, weil da hängt man es hin, dann lädt es nebenbei und wenn Strom verbraucht über Navigation, dann kommt die auch gleichzeitig wieder rein. Ich finde, ja, Akku ist ohnehin ein gelöstes Problem. Ich schließe gar kein Ladekabel an, sondern benutze diese Halterung einfach nur als Halterung. Als elegante Halterung, um mal schnell, wenn man ins Auto springt, sein iPhone da drauf zu werfen. Und dann einen Platz im Ort zu haben, wo dieses große Telefon, in meinem Fall sehr große Telefon, dann hält. Das ist von Satechi, das magnetische Wireless Autoladegerät, das kabellose Autoladegerät an diesem 8. Dezember. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen hoffentlich an dieser Stelle wieder.